God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Schneller, besser, mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein, mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwimmen zu lassen. Shh, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bringen Sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses. Und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelten. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich! Lass ihn in Ruhe! Du sollst niemanden so behandeln! Er verdient es! Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist! Ich werde ihn lehren, so etwas! Lass ihn in Ruhe!
Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte, genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Moses, komm näher. Wer ist da? Gott, die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertrau mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh. Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also, dein Gott kann gar nicht existieren, richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste Königliche. Ich sagte, geh! Ha! Versuch nicht, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes, des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier.
Überleg's dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen. Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Ha! Das beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut! Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde. Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war... Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier. Sucht Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche! Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken. Und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat.
Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. So endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein! Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben! Habt keine Angst! Gott wird uns schützen! Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet des trockenen Fußes überqueren können. Ja! Vorwärts! Ja! Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser.
und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit! Folgt mir! Hinterher! Ja! Los, Männer! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna. Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir zwei Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am siebten Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die 10 Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen. Created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf.
every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. Vor langer Zeit sendete Gott den Propheten Samuel aus, um den zukünftigen König der Israeliten zu finden. Samuel, gehe zu Jesses Haus in Bethlehem. Dort wirst du den neuen König über ganz Israel finden. Ich frage mich, wer das ist. Meine Söhne, kommt ins Haus. Ein Gast wünscht euch zu sehen. Hä? Hä? Oh. David, du bleibst da und achtest auf die Schafe. Wir werden hineingehen. Jesse, du sagst, du hast 8 Söhne? Ja, und sie sind so gute junge Männer. Hier kommen sie. Autsch. Au! Welcher könnte es sein? Sicher muss dies Gottes Auserwählter sein. Nein, Samuel. Du denkst zu viel daran, wie er aussieht. Du musst nach innen schauen. Du musst in sein Herz sehen. Moment. Es sind nur 7 hier. Hast du keinen anderen Sohn? Doch. Aber er ist der Jüngste und Kleinste. Siehst du ihn? Dort. Er hütet die Schafe. Er? Nein, er kann es nicht sein. Oder doch? Hab Dank, ich werde nun gehen. Du musst in sein Herz blicken. Wie heißt du, mein Sohn? David. Gott hat mir gesagt, dass du eines Tages der König Israels sein wirst. Gott ist mein Freund. Er hilft mir, die Schafe zu hüten. Ja, und eines Tages wirst du uns alle retten. Auf Wiedersehen, David. Auf Wiedersehen. Gott segne dich. Davids 3 ältere Brüder wurden fortgerufen. David, komm zu mir und bete mit mir, da ich die Männer der Familie für den Kampf segne. Um für das Volk Israels zu kämpfen. Eliab, Abinadab, Schammah, möge der Herr euch segnen und behüten und euch sicher aus dem Kampf nach Hause führen. Aber Vater! Was ist, Sohn? Du hast mich nicht gesegnet. Ich will für Israel kämpfen. Sorge dich nicht um uns, Vater. Wir sind alt genug. Und stark genug. Wir können es kaum erwarten, den Feind von Gottes auserwähltem Volk, die Philister, zu bekämpfen. Wir werden siegen und bald zurück sein, David. Hey!
Hey, so wartet doch! Wartet! Geht nicht ohne mich! Bitte! Bitte lass mich gehen, Vater! Ich will auch für das Volk Israels kämpfen! Was ist so lustig? Ich bin vielleicht klein, aber auch mutig. Hey, erinnert ihr euch nicht mehr an den Tag, als ich die gesamte Schafherde gerettet habe? Vor einem großen, wilden Löwen. Ich habe ihn mit einem Stein aus meiner Schleuder getroffen und ihn sauber zu Fall gebracht. Wollt ihr sehen, wie gut ich bin? Oh! Nein, David, nicht jetzt. Zuerst habe ich den Löwen genau auf die Nase getroffen. Pang! Und dann habe ich den Halunken an seinen Schnurrhahn durchgeschüttelt. Und dann habe ich sein Maul aufgerissen und unser kleinstes Lamm gerettet. Und dann... Ich habe keine Angst vor den Philistern. Oh! Uff. Also bitte, Vater, lass auch mich in den Kampf ziehen. Wow! Schafe zu hüten ist nicht ganz dasselbe, wie die bösen Philister zu bekämpfen, kleiner David. Bleib zu Hause, kleiner Bruder. Vater braucht deine Hilfe beim Schafehüten. Und er kann auf dich achten. Werd erwachsen, kleines Lamm. Du bist wohl mutig genug für den Kampf, aber trotzdem noch zu klein. Abinadab, Shammah, Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen, Vater. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eines Tages werde ich für das Volk von Israel in den Kampf ziehen. Eines Tages. So trafen sich die beiden großen Armeen in einem riesigen Tal zum Kampf. König Saul führte die Armee der Israeliten an. Aber der Feind, die Philister, hatten einen Riesen auf ihrer Seite. Der Riese marschierte durch das Tal auf die Armee der Israeliten zu. Seine Beine waren so groß wie Baumstämme, seine Arme so stark wie Eisen. Und seine Schritte ließen die Erde erzittern. Ich bin Goliath der Riese. Und ihr alle seid nichts als König Sauls kleine Diener. Selbst wenn ihr mich alle gemeinsam bekämpft, könnt ihr mich niemals besiegen! Ihr habt keine Chance! Na gut! Wählt einen Mann, der Mut genug hat, mich zu bekämpfen! Ich nicht! Ich nicht! Ich auch nicht! Nur ein Mann! Wenn er mich schlägt, werden alle meine Männer eure Diener sein. Aber wenn ich ihn schlage, werdet ihr alle auf ewig unsere Diener sein. Nun, wer ist mutig genug, einen Riesen zu bekämpfen? Tretet nur vor! Ich werde auf euch warten! Nichts wie weg hier! Jeden Morgen
Morgen und Abend. 40 Tage lang kam Goliath in die Mitte des Tales und erhob sein Kriegsgeschrei. Mich heute bekämpfen! Ich nicht. Gestern nicht. Und heute auch nicht. Keiner von uns ist immer mutig genug, gegen einen so großen Riesen zu kämpfen. Oder närrisch genug. Ihr seid nichts als Feiglinge! Er sagt es. Er hat recht. Natürlich hat er recht. Nun, was denken meine Brüder? Sollte ich, Nein. Ja. Oh. Nein, denk nicht einmal dran. Ich werde es versuchen. Du darfst dein Leben nicht riskieren. Besser ich. Auch du nicht, Eliab. Das ist es nicht wert. Nicht einmal für König Sauls Tochter. Aber wäre es nicht großartig, zur Belohnung die Hand der Prinzessin dafür den Riesen erschlagen zu haben. Ich wünschte, dies wäre vorbei und wir könnten zu Vater nach Hause gehen. Der König wird einen Plan entwickeln. Ihr werdet sehen. Ich wette, ich schaffe 5 auf einmal. Denk daran, du brauchst keine Angst zu haben. Oh, David, das war ein guter Schuss, Sohn. Hast du das gesehen, Vater? Vielleicht lässt du mich ja jetzt der Armee beitreten und mit König Saul und den Israeliten kämpfen. Nein, Sohn, ich sagte bereits, sie nehmen dich nicht. Du bist zu jung, um Soldat zu sein und musst erst noch mehr Fleisch auf deine Knochen bekommen. Aber Vater, ich bin stark. Und ich kann laufen wie ein Hirsch. Ich sagte nein, David. Tu, worum ich dich bitte und bring deinen Brüdern dieses Essen. Dann eile nach Hause und berichte mir, wie es ihnen geht. Und sei vorsichtig, Sohn. Ich bete, dass du gute Nachrichten bringst. Mich heute bekämpfen! Ist einer von euch mutig genug zum Kampf? Sind alle Israeliten nichts als Feiglinge? Eliab, Abinadab, Shama, was macht ihr denn? Warum lauft ihr denn weg? Du läufst besser auch, wenn du halbwegs gescheit bist. Oh, pass auf, Junge!
Aber wer ist das? Es ist Goliath, der Riese. Er ist der Kämpfer der Philister gegen das Volk von Israel. Aber warum schlägt denn niemand zurück? Was soll das heißen? Sieh ihn an! Er ist zu stark! Er ist über 10 Fuß hoch! Wir könnten nicht einmal seinen Speer heben! Aber was ist mit König Saul? König Saul wird demjenigen, der den Riesen besiegt, eine Belohnung geben! Er wird ihm sogar seine Tochter zur Frau geben! Und keiner von euch hat den Mut, es zu versuchen? Nein! Keiner von uns will grundlos sterben! Eliab, warum willst du nicht kämpfen? Abinadab, warum hast du Angst? Schama, fürchtest du dich auch vor dem Riesen? Alle Soldaten haben Angst, kleiner David. Ja, kleiner Bruder, hast du nicht auch Angst? Du bist noch immer zu jung, um hier zu sein, David. Ja, kleiner Bruder, geh heim und hüte die Schafe, wo es sicher ist. Nein, das kann ich nicht. Jemand muss Goliath bekämpfen. Aber wer? Jeder hier hat Angst. Ich kämpfe gegen den Riesen. Ich habe keine Angst. Du? Ja. Gott ist stärker als Goliath. Und Gott wird mir helfen. Geht und sagt König Saul, dass ich keine Angst habe. Ich habe Nachricht für König Saul. Welche Nachricht? Nun, da ist der israelitische Kämpfer, der eigentlich ein junger Schafhirte ist. Er sagt, er will für König Saul und die Israeliten kämpfen. Er sagt, Gott wird ihm helfen, den Riesen zu schlagen. Und er wurde nicht mal zum Soldaten ausgebildet. Nun sagt dem närrischen Kerl, er soll heimgehen. König Saul hat keinen Bedarf an Späßen hier auf dem Schlachtfeld. Sage dem Jungen. Sag dem Jungen, er soll herkommen. Aber Sir. Joab, bring den Jungen her zu mir. Sofort. Ich frage mich, wer er ist. Ich frage mich, ob er der Einzige ist, der es wagt, den Riesen zu bekämpfen. He is, I understand, a giant of a man, and I am not. His spear appears to be the size of a small tree, and all I've got is a slingshot. This Philistine is large, but I know who's in charge. I have a giant of a God, you see, bigger than the trouble in front of me. And even 9 feet tall starts looking pretty small next to the giant of a God. This Philistine is large, but I know who's in charge. I have a giant of a God, you see, bigger than the trouble in front of me. And even 9 feet tall starts looking pretty small next to the giant of a God. Giant of a God, you see,
Also, das ist unser kleiner Held. Sieht aus, als könnte er keiner Fliege was zuleide tun. Macht Platz für den kleinen Riesentöter! Ich sehe keinen Riesentöter. Ich sehe überhaupt niemanden. Ich auch nicht. Ruhe! Macht dem Jungen Platz. Ich sagte, macht Platz für den Schafhirten. Der König will ihn sehen. Oh ja, oh, ja. Selbstverständlich, Hauptmann. Natürlich. Schon unterwegs. Eure Majestät, ich bin... Ruhe! Lasst den Jungen sprechen. Bitte, Sir, fürchtet den Riesen nicht. Mit Gottes Hilfe werde ich ihn besiegen. Ich werde Goliath für alle Menschen Israels schlagen. Aber wie kann ein Junge wie du Goliath bekämpfen? Du kannst ihn weder an Größe, noch an Stärke oder an Geschick übertreffen. Und du bist niemals zum Kampf ausgebildet worden. Das ist wahr, Eure Majestät. Ich bin jung und klein. Aber Gott wird mich stark machen. Wenn Gott meine Schafe beschützt, schützt er auch mich vor dem Riesen. Lasst mich nun den Riesen bekämpfen. Für euch und das Volk von Israel. Ja, kleiner David, möge Gott mit dir sein. Joab, hol mein Schwert und mein Schild. Hol meine Rüstung. Gib sie dem jungen David. Joab, rüste den Jungen zum Kampf. Ja, Eure Majestät. Nun habt ihr König Saul nicht gehört? Tut, was er sagt. Ich kann euer Schwert kaum heben, Euer Majestät. Und euer Schild ist viel zu schwer für mich. Aber David... Gottes Hilfe ist die einzige Rüstung, die ich brauche. Bitte hilf mir, Gott. Hilf mir im Kampf gegen den Riesen, für das Volk von Israel. Kannst du mich hören, Goliath der Riese? Ich bin bereit zum Kampf. Du kannst mit Stöcken und Steinen kämpfen? Das wird dir leid tun. Bekämpfe du mich nur mit deinem Schwert und deinem Speer, Goliath. Aber ich kämpfe im Namen Gottes. Israeliten jagten die Philister davon. Ein Hund! Der Junge hat sich getötet! Ja! Hallo! Hurra! Hurra! Wo ist der Junge? Joab, bring ihn her zu mir. Kleiner Bruder! Du bist es! Unser mutiger kleiner Bruder David. Bringt den Jungen her zu König Saul. Ich danke dir, mein Sohn. Dankt Gott, Eure Majestät. Und so besiegte der kleine David Goliath den Riesen mit Gottes Hilfe. Doch dies war nur eines von vielen Abenteuern, die Gott für ihn ausersehen hatte. David, der Hirtenjunge, wuchs auf, um ein großer König zu werden, der Gott diente.
Während Davids langem und abenteuerreichen Leben gedachte er immer wieder der vertrauensvollen Worte Gottes.